Ja. Jetzt gucken wir mal, was das für ein Schalter ist. Ich bin da ganz, ganz gespannt. Wir benutzen das in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Null. Jetzt. Jetzt. Alter. Das ist voll der Disco-Raum. Aber ich wette mit dir, das Passwort ist jedes Mal anders und wir müssen immer raten. Das finde ich cool. Ich wette mit dir, das ist so. Das würde ich ganz cool finden. Und für was war das jetzt? Für was? Wenn das Laser ist, das Laser ist noch da, weil, seht ihr? Ist das für die Tür? Nee. Was ist denn das? Das können wir nur beantworten, wenn wir oben sind, weil hier unten haben wir eigentlich alles untersucht. Hier gibt es nur Dinge zum Mitnehmen. Das ist ganz komisch. Ganz komisches Level. So. Ja, das passiert, wenn man alles in so einer Quali hat. So. Oder besuchen wir zwei? Bei zwei waren wir doch aber schon. Ja, eines ist voll komisch, weil in zwei müssen wir gar nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Merke ich jetzt gerade. Nee, nein, danke. Und das ist so eine Maschine, die diese Laser produziert, glaube ich. Man hat es gerade ganz kurz gesehen. Dieses kleine Teil da, die wie eine Laterne aussieht. Ja. Alter. Aber ich hoffe, da ist kein Wächter. Wir haben, glaube ich, da kein Wächter gesehen. So. Ah, das ist die Laserproduktionsmaschine. Das wäre jetzt voll komisch, wenn man die Computer mitnehmen würde. Einfach so in die Tasche stecken. Ah, das ist ja cool. Was sollen wir hier? Es geht einfach geradeaus.
Hier ist doch bestimmt ein Wächter. Aber was soll der Wächter hinter einem Laser? Okay, da auf dem dritten Stock war das ja auch so. Wieso nicht hier? Mir macht dieser Raum Angst. Voll gruselig. Was ist das? Codekarte. Das Gerät fragt mich nach einer Codekarte. Was, wenn wir einfach so auf den Knopf drücken? Passiert nichts. Lol. Guten Tag. Hallo? Ich habe eine Idee. Wir erschießen den Kollegen. Sieg. Bis jemand kommt und uns abholt. Was in Kürze passieren wird. Ich bin bewaffnet. Kommt, holt mich. Die Tür war doch gerade eben geöffnet. Oder war das nicht so? Ich glaube, unsere Fluchtmöglichkeit wurde gekapert. Alles klar. Und hier nur ein Wächter in so einer Halle? Okay. Tür war doch offen, ihr habt es doch auch gesehen. Oh, jetzt habe ich es voll gedacht, da hinten war jemand. Habe ich mich getäuscht? Ah, die Tür war doch offen. Ja, die Tür war doch offen. Komm, wir gehen nach unten. Weil die können doch nicht mit dem Fahrstuhl hier oben fahren. So intelligent sind die doch nicht. Das können die gar nicht. Wir fahren nach zwei. Und dann erschießen wir den Typen da. Den einzigen Typen da. Wir haben da niemanden da gesehen. Deswegen tun wir das. So.
Außer wir sind dumm und wir sterben. Gibt es hier eigentlich, hat man im Sneak Thief mittlerweile so Erste-Hilfe-Kasten erfunden? Ich würde mir die, wenn ich schieße. Da kommen andere aus den Türen. Zum Beispiel in dieser Doppeltür, da müsste eigentlich was sein, was entweder ganz teuer ist oder es beeinflusst mein Leben. Sonst würde er nicht direkt davor stehen. Sie machen das von hinten. Mal nie lief. Hat er mich gesehen? Nein, nein, hier ist niemand. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Keiner ist auch eine Person. Wie das klappt. Ich sag da nichts mehr. Das führt nach oben. Alles klar. Ich hab Angst. Ich werde mit dir da Lord wieder am Wächter. Sagt der andere noch nach. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die haben die Anzahl der Wächter reduziert. Da kommt dann niemand mehr. Die Zeit ist halbe. Ach du. Ich kann mal so viele Computer mitnehmen. Und das ist auch der obere Gang mit den Büros am Anfang. Dreitausendhundert. Oha. Ihr erinnert euch bestimmt daran. Oder nicht? Das war der eine abgesperrte Gebiet. Und hier wohnen die ganzen Typen.
Aber bestimmt ist doch noch ein Wächter hier. Oder zwei oder vier oder. Was ist das? Ein Schalter. Das ist doch ein Schalter, oder? Immer das auch gemacht hat, es hat nichts gemacht. Hier sind wieder Waffen. Ich hoffe, man bekommt nicht das Geld nur durch diese Monitoren. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Weil wo ist bitte schön ein Tresor? Warte. Warte. Erinnert euch? Ja, erinnert euch, wir hatten doch so eine. Ah, mit dieser öffnen wir die geschlossene Tür in dem einen Ra Alter, wir sind Genies. Wir müssen nur über Alter, überleben. Alter, was passiert hier? Was ist das? Für ein Papier? Nee, das ist kein Papier, oder? Ich brauche die ID-Karte. Das ist Fingerspitzengefühl. Irgendwie ist das bei mir immer so laggy. Jetzt haben wir die. Haben wir die? Haben die? Haben wir die? Und jetzt, ich würde mal sagen, wir sind noch in diesem einen Raum da. Ich hoffe, das ist nicht unser letzter. So. Aber viel gemacht in diesem Level. Viel gemacht. In diesem Level, in diesem Part. Und bis jetzt noch nicht irgendwie ernsthaft gestorben. Wir haben nur das Problem, da ist noch der Typ da. Das könnte noch zum Verhängnis werden.
Hä? Ein leerer Raum. Ja, jetzt haben wir keine Wahl. Wir müssen den erschießen. Und wenn wir das überleben, können wir. Und da unten niemand ist, haben wir gute Chancen. Tot. Ach ja, hier gibt's ja noch. Den einen Raum. Aber nicht wie weg hier. Wir können keine Experimente brauchen. Ich wette mit dir, da ist noch was. Und wir wissen noch nicht was. Wir haben es ja auch nicht untersucht. Da das ein Hard Level ist, denke ich mir, dauert das noch was. Nee, warte, die Tür ist für diesen einen Raum da. Also unwichtig. Aber jetzt wissen wir, im dritten Stock, das Laser ist einfach nur Verwirrung. Eine ganz große Verwirrung. Das ist so spannend. Das sind ganz neue Ideen. Fahrstuhl, Chipkarte. So. Ich hoffe, dass hier noch nicht ein zweiter Fischer ist. Und ich wette mit dir, wenn wir das tun, wenn wir jetzt eine Chipkarte einsetzen, sind dahinter noch mehr Fischer da. Weil das wäre viel zu einfach, wenn dahinter ein Schatz ist und wir nehmen den mit, damit wir gewinnen. Weil das wird doch nicht hart gerischt. Versteht ihr? Lol. So spannend. Ah, wir müssen ihn noch befreien. Gibt es jetzt ein Mini-Rätsel? Weil das ist ein roter Knopf. Oh. So spannend, so spannend. Und die Computer geben mir keinen Hinweis drauf, oder? Was ist jetzt hier der Clou an der Sache? Und der eine Lüftungssoftware, glaube ich, auch nur durch die obere, das Dach konnte man ja nur, glaube ich, in eine Richtung. Ich glaube, es gibt nur diesen einen Lüftungsschacht. Diese Gänge da waren, glaube ich, nur zur Verwirrung da.
Was soll ich hier machen? Warte. Das Torase. Ich kann mir vorstellen, dass das Laser dann weggeht. Ich kann mir das vorstellen. Warte, das Torase. Yep, 1 Million. Hä? Und das ist hart? Okay. Und die können wir nicht mitnehmen, oder was mit den Dingern? Ich würde mal sagen, ich hau ab. Ich könnte noch mal das Level neu machen, um die größte Zahl zu machen. Die größte Summe zu machen. Aber ich lasse das mal. Hä? Und vor allem, wie geht jetzt das Laser weg? Geht das überhaupt noch weg? Es ist keine Stunde vergangen und schon haben wir gewonnen. Nee, da muss doch noch was passieren. Ihr könnt doch mir nicht erzählen, das sind... Wie viele Wächter waren das? Drei, oder? Drei Wächter und ich habe die alle gekillt und schon habe ich gewonnen. Hä, für hart ist das noch viel, viel zu leicht. Oder sie ist das falsch? Wir können auch in dieser komischen Doppeltür noch schauen. So. Dann wäre das zum ersten Mal das beste Ergebnis seit langem. Ich glaube nur beim Tutorial, das ist All-Time. Da sind wir null mal gestorben. Aber sonst, jetzt nur beim Anfang sind wir einmal gestorben, aber da wussten wir nicht, was passiert, wenn wir in die andere Richtung gehen. Das wäre auch. Aber das ist doch kein Hard Level. Da kann ich jetzt die Scheiben kaputt schießen, oder? Oder soll ich das nicht machen, oder? Oder? Tag TV. Ein bisschen Geld können wir noch sammeln. Wir sind ja noch da. Und heil. Schwierig, das zu beurteilen. Ja, komm, wir nehmen hier noch das mit. Ach, das war dieses Waffenschränkchen. Lagert da.
Was ist das? Eine Digitalkamera? Der Kamera? So. Take Smartphone. Ist das Harte an dem Level, weil man nicht weiß, wie man es machen muss. Kann ja auch sein. Es kann ja alles sein. Hä? Aber hart? Da war beispielsweise dieses Level da, wo wir diesen Diamanten daraus holen mussten. Das war doch, es ist vielmal schwerer als. Da fehlen mir die Worte. Nee, die klaus nicht alle. Schaut mal diese Reihe an. Da wird man doch wahnsinnig. Ich werde jetzt. Warte, das sind noch Türen. Haben wir einen Secret entdeckt? Hallo? Ist es der Raum des Chefs? Bankdokumente. Ja, und da ist wieder so eine Waffe, die wir eigentlich schon mal haben. Check ID-Card. Hier gibt es die ID-Karten auch, oder was? Oder ist das eine neue, die wir einsetzen können? Oder hätten wir keine ID-Card gebraucht? Das sind Fragen über Fragen. Tech-Weapon. Eigentlich haben wir so eine Waffe. Oder ist die besser? Besser. Nee, ich glaube, es gehe. Noch diese Tür, die unwichtig ist. Und das Laser bekommen wir nicht runter. Oder ich habe was übersehen. Aber ich nehme doch nicht diese ganzen PCs. Können wir ja mal machen, aber jetzt nicht in dieser Folge. In diesem One.
wäre mal interessant zu wissen, wie viel ich hier maximal holen kann, aber wir reißen da 1.034.400, da reißen mir diese 1.034.400 Dollar. Ich habe mich wiederholt, aber egal. Sonst gibt's hier gar nichts mehr. Ganz komisch. Das habe ich gemacht, weil, schaut mal, die Tür geht ja nicht von innen außen innen auf, oder? Nee, geht nicht. Also, ja, jetzt sind wir raus. Wir sind jetzt draußen. Einfach die Scheibe durchgeschossen. Kein Problem für mich. Dann ciao, Bella. Bye. In 32 Minuten und 31 Sekunden. Das stimmt nicht. Weil der PC ist auch ein bisschen langsam dafür und Grafikbugs und keine Ahnung. Und ich bedanke mich für dieses Level. Das war sehr kurz. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch was. Ein Update oder was? Data Center? Ich weiß nicht. Dieses Level hat mich irgendwie teilweise überzeugt, aber dann von der Schwierigkeitsstufe, das war ganz so komisch. Guck mal, der Lab war viel schwerer, der Diamond Heist war viel schwerer, aber Data Center war jetzt hart und trotzdem haben wir beim zweiten Versuch gewonnen. Ganz komisch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Egal ob dieses Level oder ein anderes, aber wir sehen uns. Ich habe gute Hoffnung in dieses Spiel, dann ciao. Bye.